Willkommen zurück, liebe Freunde meines Kanals, hier zu Resident Evil 3. Wir haben mittlerweile das Gegenmittel für Jill nochmal einiges an Munition erhalten. Vor allem, das ist viel wichtiger, was meistens darauf hindeutet, dass ein größerer Kampf auf uns wartet. Ja, Dr. Bart. Sie, ich hab ihn. Gut, bin unterwegs zu dir. Sei vorsichtig. Vorsichtig? Hast du die Stadt gesehen? Ist ein verdammtes Wunder, wenn ich da in einem Stück ankomme. Das ist es, sehr wohl. Konnte man hier nicht abspeichern? Nö, konnte man nicht. So, wir brauchen aber gar nicht so weit zurück, wenn wir zu Jill wollen. Ach du Scheiße, Hunter Alarm. Türe zu. Was, der Hunter kann durch Türen kommen? Stimmt, das kann er. Ich probiere es mal mit Rennen. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Nö, bringt's nicht. Oh, hi Leute. Na, wie geht's euch? So, Leute. Ist doch alles wunderbar hier. Ich weiß nicht, was ihr habt. So, auf zu Jill. Ich glaube, den Hunter habe ich mittlerweile wieder verloren. Und zack, ist er wieder voll da. Den Hunter habe ich mittlerweile wieder verloren. Du wirst schon wieder, Jill. Und hier wartet Jill auf uns. So, Leute. Wir nehmen auf jeden Fall das First Aid Spray mit. Und das grüne Kraut nehmen wir mit. Das mixen wir auch erstmal schön. Kombinieren, kombinieren. Als wären wir Detektive. Und nehmen auch die gemischten Kräuter mit. Und speichern erstmal ab. Erstmal wird abgespeichert. So. Impfstoff gefunden. Wird jetzt auch gleich verabreicht. Zum Glück konnten wir den Hunter zurücklassen. Oh, wir können zwei Items ablegen. Wartet mal, das machen wir auch schnell. Yep. So. Was ist passiert? An alle Einwohner. Die Infektion, die sich ausbreitet, wurde als unkontrollierbar eingestuft. Am 1. Oktober wird Raccoon City durch einen Raketenangriff zerstört. Alle Einwohner, die noch klar denken können, müssen sofort evakuieren. Dies ist kein Test. An alle Einwohner. Das ist in nur einem Tag. Es sind noch Menschen hier. Glaubst du, Onkel Sam kümmert das? Scheiße. Geht wieder los. Warte hier. Ich mach das. Ich sollte mich gut eindecken. Klingt, als wären eine Menge von denen da draußen. Oh, und zum Glück ist ein Erste-Hilfe-Spray direkt hier. Ist denn jetzt hier auch zufällig Munition gelandet? Eine Granate oder so? Ich versuche die Fensterrollläden zu schließen. Je weniger Eingänge, desto besser. Wie machen wir das? Ich versuche das Sicherheitssystem vom Krankenhaus zu hacken. Halte mir so lange vom Leib. Oh. Oh, ein Zünder. Sehr gut. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. Oh, nochmal ein Erste-Hilfe-Spray. Boah, 300 Schuss Munition. War aber alles nicht so einfach hier. So. Ja, ich sagen, die kommen gerade überall durch.
Ah, warte, wir sind überall. Hier sind überall noch so Sicherheitsstromdinger. Wartet mal. Mann. Oh, da doll. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Zwei Treffer. Verfolge heilt. Okay. Wow. Die Szene wird jetzt mega Spaß. Ich meine, wir haben genug Heilung. Wir haben auf jeden Fall genug Munition. Ich glaube, es ist eher so die Koordination, diese Zombies hier wegzuhalten. Der Mörder-Mega-Zombie-Angriff. Wobei, ich sollte im YouTube-Titel nicht das Wort Mörder verwenden. Ohne Witz, mach das nie. Okay. Na dann. Boah, nochmal Munition. Sehr gut. Carlos! Sie kommen durch die Tür! Ja, sie kommen auch durchs Fenster, was soll ich sagen? Wow, ist hier viel Munition. Wow. Ist der gerade echt geplatzt? Ja, ich muss ihn ein bisschen kiten. Damit sie den nötigen Sicherheitsabstand einhalten. Das ist nämlich sehr wichtig. Ah, fuck, geht gerade nicht unter. Ah, so langsam geht mir hier die Muni aus. Ach, komm schon. Finde den Schalter, er muss irgendwo sein. Finde den Schalter, er muss irgendwo sein. Oh oh. Ah. Oh. Fuck. So, wartet kurz. Das gibt's doch nicht. Ey, One Shot. One Shot vom Hunter. One Shot vom Hunter, Leute. Ich weiß nicht, ob ich am Anfang eher versuche, mit der Pistole zu schießen. Und ja, shit. Man startet halt auch genau. Okay, jetzt fängt der Spaß richtig an. So, auf jeden Fall hier mehr den Elektroschock benutzen. Wie schnell man hier echt so am Arsch ist, ey. Carlos! Sie kommen durch die Tür!
Carlos, Sie kommen durch die Tür. Wow, wie viel Munition einfach. Man muss hier wirklich ein bisschen koordinieren, dass man mit seiner Munition ganz gut umgeht. Hier ist auf jeden Fall ein Zünder für C4. Die Prio Nummer 1. Der Hunter. Oh, sehr gut. Oh, Granaten, Leute. Obwohl, Granaten nehme ich doch lieber für Hunter auf. So, ich habe genügend Heilung. Ist fast geschafft. Na geil, Nemesis-Monster. Wow. Okay. Gut. Jetzt muss ich nur noch aufräumen. Bester Schütze aller Zeiten wieder am Start. Was? Nein! Carlos! Vielleicht kannst du den Pfeiler mit dem Sprengstoff umhauen!
bis zur Detonation durchhalten. Warte mal, warte mal. Was? Ich habe nichts mehr. 26 Sekunden, Leute. Ah, guck mal hier. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Ja gut, 3 Sekunden. Das sollten sie jetzt nicht mehr schaffen. Ja, 1A würde ich sagen. Carlos, alles okay? Nicht wirklich, aber zumindest ist es vorbei. Ich komme zurück. Der Impfstoff wirkt. Gut. Gehst du da raus? Na sicher. Was hast du denn vor? Die ganze Stadt wird bald hochgejagt. Komm schon, Mann. Sprech mit der Regierung. Sag ihm, wir haben ein Mittel. Verschaff uns Zeit. So ein Teufelskerl. Ein Glück, dir geht's gut. Hab gute Nachrichten. Es ist vorbei. Die Stadt ist sicher. Schieß mich, das ist der einzige Weg! Wo bin ich? Was ist passiert? An alle Einwohner! Der Raketenschlag gegen Raccoon City startet in wenigen Stunden. Die Sprengladung wird alle biologische Materie vernichten. Sie werden nicht überleben, wenn Sie in der Stadt bleiben. 1. Oktober. Evakuieren Sie jetzt. Ich wiederhole. Das kann nicht sein. Dies ist kein Test. Und natürlich schlief Jill die ganze Zeit auf ihrem Granatwerfer. Ich hatte mit mehr Munition gehofft und auch ein bisschen gerechnet. So, erstmal was ablegen hier. Zack, ablegen. Bolzenschneider scheinen wir nicht mehr zu brauchen, den Dietrich. Auf jeden Fall können wir den hier noch gebrauchen. Ein bisschen Pumpgun-Munition. Ich lege die Dinger erstmal weg hier. So, okay, ja. Ein toller Empfang für Jill. Sie wird wach und dann heißt es, ja, ja, die Stadt wird in die Luft gejagt. Denn irgendwie fällt hier niemandem ein anderes Mittel ein, anstatt einfach die ganze Stadt in die Luft zu jagen. Ja, wo Carlos hin ist, das wissen wir jetzt auch nicht. Oh. Ah ja, ist auch eine 9mm Pistole. Das ist ja geil. Und 17 Schuss Munition. Hey, Sonnenschein. Du hast mich gerettet. Einen Scheiß habe ich. Das war Carlos. Er hat dich hergetragen und selbst behandelt. Verrückter Kerl. Wo ist er? Wieder los. Bart hat Impfstoff im Keller. Hoffnungsschimmer für die Stadt.
Er glaubt, er schafft das allein. Ich werde ihm nachgehen. Warte, hast du es nicht gehört? Die jagen die ganze Stadt in die Luft. Ich versuche, jemanden zu erreichen, der in der Lage ist, das zu stoppen. Überlass ihm das. Er ist Profi. Ich auch. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Die Lagerungsanlage ist tief unter diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos Valon. Erwarte also Ärger. Ich check noch ganz kurz, ob wir hier irgendwas finden. Naja, schaut mal hier. Zum Beispiel. Ah ja, ein grünes Kraut. Das lagern wir erstmal ein. So, grünes Kraut. Abala, nö. Aber einlagern. Kombinieren. Na gut, ein bisschen immerhin kombiniert. Ich würde sagen, wir schießen die jetzt erstmal leer und dann testen wir die andere aus. Irgendwie so machen wir das. Gut, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Sieht erstmal nicht so aus. Ja, war auf jeden Fall ein ganz cooler Kampf. So einfach nur Zombies wegmähen. Zwei Hunter noch besiegt. Hoffen wir mal, dass es das dann war hier mit der... Wow, 5 Schuss mit der Zombie-Action. Oder ob es hier noch weitere Untote gibt. Ja, es gibt noch weitere Untote. Okay. Das waren die schlechtesten Schüsse meiner Karriere. Wow, und es wird nicht besser. Krass, kaum habe ich ein bisschen mehr Munition. Aber wartet mal. Wo ist denn der hin? Da. Ui, die ist wesentlich schneller. Du bist aber auch ein gefräßiger Zombie. Wow, die anderen sind mit einem Schuss gestorben. Nur der Kerl hat irgendwie überlebt. Das ist ja krass. Die anderen sterben mit einem Schuss, aber der überlebt. Ah ja, okay, hier kommen wir runter. Spencer Memorial Broschüre. Willkommen im Spencer Memorial Hospital. Das Herz der Gesundheitsfürsorge in Raccoon City, die Spitze der Wissenschaft. Das Spencer Memorial Hospital wurde von der Spencer Foundation akribisch geplant, um als tragende Säule der medizinischen Versorgung in der Region zu dienen. Neben unserer hochmodernen Ambulanz und der geräumigen Bettenstation verfügen wir über eine der größten Forschungsstationen des Landes, in der wir klinische Versuche mit neuen Medikamenten durchführen, die die Medizin in den Vereinigten Staaten auf der Welt reformieren werden. Ja, wunderbar. Zombie-Forschung, ihr Affen. Nix gelernt. So. Grünes Kraut. Ja, hier konnte man auf jeden Fall auch nochmal so 2-3 Räume theoretisch noch abchecken, wo noch Sachen waren. Da draußen zum Beispiel die Kiste. Also 2-3 Sachen waren hier auf jeden Fall noch, die ganz spannend sind. Bist du tot? Okay. Mag-Munition. Ach, für die Magnum. Krass, kriegen wir die auch noch. Die Magnum ist natürlich eine schöne Waffe. Die würde ich sehr gerne haben.
So, hier hinten müssen wir leider auch noch ein bisschen was klären. Nein. Okay, ein Hunter. Der Vorteil ist, Hunter sind mit der Pumpgun sehr einfach zu töten. Wow. Die Knarre ist richtig gut. Wie gesagt, ein paar Secrets gibt es hier halt noch, die wir nicht außer Acht lassen sollten. Ein paar Granaten zum Beispiel. Boah, ich hoffe, das lohnt sich jetzt hier, die Munition zu verbraten. Ein reines Gemetzel. Nice. Gibt's hier nichts rauszuholen? Ah, ein grünes Kraut. Ein grünes Kraut, aber keine Munition. Boah. Ja, kurz noch mal alles checken. Okay, anscheinend kommen wir von der Seite aus nicht so rüber. Dann müssen wir wirklich nach oben. Oh nein. Auf dich habe ich gerade weder Lust noch Zeit. Wow. Na super. Scheiße. Shit. Okay, also ich überlege jetzt halt, der eine Raum, den wir da jetzt eigentlich komplett geklärt haben, was ich fast schon unnötig fand. Der war eigentlich echt schon unnötig. Ich überlege dort vielleicht echt nur den Hunter wegzunehmen.
So. Lasst mich das zumindest mal angehen. Die ganze Situation. Okay. Ich kann dich wohl nicht davon abbringen. Hier hatten wir nichts mehr, ne? In diesem Krankenhaus. Hab den Kontakt zu Carlos verloren. Warte. Die Heilung lagere ich ein. Einmal rot. Obwohl, nö, die lagere ich ein. So, ich muss auf jeden Fall damit rechnen, es mit Huntern zu tun zu bekommen. Bedeutet, ich sollte schon so einmal 6 Schuss aufheben für die Hunter. Ah, ich bekomme ja auch nochmal die Explosivmunition. Ah, ist nicht immer alles so einfach hier. So, Holter die Polter. Da bewegt sich nichts mehr. So. Den Rest müssen wir jetzt mit anderer Waffe klären. Okay, andersrum. Ach, kommt schon, Leute. Okay, shit. Ich würde sagen, hier machen wir in der nächsten Runde weiter. Ich nehme auf jeden Fall mein Granatwerfer mit. Also, der Raum, der ist wirklich ganz schön krass. Ich muss hier mit der Pumpgun reinzielen, weil mit der normalen Knarre, habt ihr gemerkt, da schieße ich mich zu Tode. Das kriegen wir aber hin. Ich bin da ganz guter Dinge. Das ist alles eine Frage der Taktik, des Timings. Da werden wir auf jeden Fall in der nächsten Folge weiterkommen. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen, ihr lieben Leute.
Ich denke, uns ist allen klar, dass wir uns hier schnellen Schrittens gegen Ende des Spiels bewegen. In diesem Sinne bin ich voller Erwartungen, was uns hier noch bedrohen wird. Auf jeden Fall noch ein paar Hunter, wie ich denke. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein wenig Freude. Dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Haut rein und gehabt euch wohl. BB, euer Hyuga.